Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Osiris New Dawn. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, leider ist es passiert. Osiris wurde gepatcht und der Speicherstand ist weg. Das ist sehr traurig. Wir sehen, dass 341 Spieler online in Europa sind. Und ja, wir werden einfach mal auf einem Multiplayer-Server joinen. Und heute vielleicht mal testen, eventuell ein bisschen länger auf dem spielen. Ich kann euch das noch nicht sagen. Es steht immer noch erst der Science zur Verfügung. Marine, Engineer und Ranger noch nicht. Ist immer noch kurrent unaviabel, macht aber nichts. So, wir machen mal Customize. So, seht ihr auch mal die, hier können wir anpassen, die ganze Kreatur. Oh, wir machen mal hier so ein bisschen orange, machen wir den mal, dann passt der besser. Dann heben wir uns von der Masse ab, ne? Der Name ist natürlich 321 Spiele. Schade, aber gut, dass ich noch geschafft habe im Weltraum. Ach, Larry Hannes, was ist der Hannes? Das ist ein bescheuerter Name. 321 Spiele, nochmal. Create. So, hier haben wir Alpha 1, ja, wir werden den vollsten nehmen, oder? Der wird ja immer da sein. Alpha 1 Europa passt mir schon ganz gut. Und drücken wir auf Join. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Ich habe das Spiel online noch gar nicht gespielt. Ich werde es einfach mal ein bisschen austesten. Ein paar Folgen, eventuell ein bisschen mehr. Ich weiß ja nicht, wenn der nächste Patch kommt und dann wieder alles löscht, ist es halt sehr, sehr anstrengend. Ja, dann hat man dann auch keine Lust mehr. Jetzt müssten wir wieder mit Null anfangen, was die ganze Sache ja schon ein bisschen problematisch macht. Das ist schon wirklich sehr anstrengend. Das Universe wird geladen, der Multiplayer wird geladen, Planet, Strukturen und Machines. Das Coole am Multiplayer ist halt, dass jetzt auch, ja, wir gucken können, wie andere spielen. Ne? Das ist natürlich interessant. Vielleicht finden wir auch einen guten Freund. Mal schauen. So, aber wir haben schon ein Problem beim Laden hier, ne? Ne, gut, läuft. Okay. Welchen Tag haben wir? Tag 1. Ja, für mich ruckelt schon ein bisschen. Seltsam. Und, oh, Hilfe, Hilfe. So, erste Mission erledigt. So, jetzt haben wir wieder Missionen da oben. Gut, die können wir wahrscheinlich ziemlich schnell... Find Survival Kit. Okay. Feind heißt das natürlich, ne? Nicht Find. E... Ziemlich komische Spawn-Position. Oh, hier haben wir viele Leute schon gebaut. Vielleicht dürfen wir einfach nur an den ihr Kram dran. Survival Kit. Take all. Damit kommen wir erstmal über die Runden. Dome Kit. Fumm. Das Geräusch ist einfach nur genial. Schade mit dem Speicherstand. Ich wollte eigentlich alles in der Folge schaffen zu bauen. Eine Ammo-Box. Der Map brauchen wir erstmal nicht. Pistole tun wir mal für 5. Und wir müssen ja dementsprechend dann schwer anfangen. Aber der Test ist natürlich jetzt sehr interessant. Was haben die anderen Spieler gebaut? Wir befinden uns jetzt auf einem Server. Und ja, er ist eigentlich leer. Ne? Die Leute müssen eigentlich hier rumgurken. Ich vermute, dass die Sachen geclaimed sind. Ne? Kolonie 9918 zum Beispiel heißt er hier. Da darf ich nicht an den seine Sachen dran wahrscheinlich. Ne? Oh, ruckelt. Ne, keine Chance. Es kommt nicht das F. Wenn es unclaimed, dann dürfen wir es benutzen, schätze ich mal. Hier wird aber fleißig gebaut, wie ihr seht. Biodom. Da oben ist ein Spaceship. Das macht ja jetzt nichts, dass wir es neu anfangen dann in dem Sinn. Schade, ist nicht da. Geht nicht. Wir müssen dann, ja, Storage locker. Schade. 610. Hier ist ein Tunnel. Und hier sind die Blumenbeete. Wie cool. Was steht da? Plant. Hä? Ist ja schon fertig, das Biodom? Ja, ne? Ich habe eine Pflanze gepflanzt. Oh nein, wo sind meine Samen? Habe ich denn Samen gehabt? Hier, Potatoes, ne? Die tut Potatoes pflanzen. Nö, 8 von 8 habe ich noch. Keine Ahnung, ich habe hier noch nie gepflanzt. Ja, so sehen wir die Sachen ja auch mal. Wird eher abenteuerlich hier, würde ich sagen. Wachsen die denn nur auch? Aber hier ist doch gar keine Luft drin oder sowas. Das ist doch offen noch, so alles im Arsch. Wahrscheinlich noch ein Bug. Ich weiß gar nicht, wo ich die Seeds her habe. Immer knall ja alles voll. Okay. wollen wir doch anfangen zu bauen, ne? Wir brauchen eine Basis. Wir brauchen eine wunderschöne Basis. Und ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. So, wir sind ja ziemlich schnell unterwegs. Das wissen wir ja mittlerweile, wie es geht. Also nicht so ein ruckeliger, rabbeliger Start wie letzte Mal. So ein Spaceship. Gut geparkt hat das auf jeden Fall. Mein Roboter kommt hinterher. Der ist ja eigentlich unzerstörbar. Das Level-System. Oh, 20 von 103. Das sieht ja schon mal viel besser aus. Wollen wir mal gucken mit der 5. Und ne, komm, wir nehmen das Assault Rifle, wenn wir es schon mal haben. Das ist die Pistole, ne? Wow.
Ob wir immer noch eine P bekommen? Gar keine P. Ich habe gar keine P bekommen. Und haben unser erstes Alien Meet aufgenommen. Gut. Wo bin ich hier? Die Map ist wirklich gigantisch. Und man sollte dann da bauen. Was ist das da? Habe ich noch was liegen lassen? Ne, das ist eine Box von einem Spieler. Da bauen, wo eigentlich viele Ressourcen sind. Das habe ich ja auch falsch gemacht. Also der Spieler, der hier gebaut hat, der ist ziemlich weit gewesen. Oh, not by. Okay, das ist nicht unsere. Da dürfen wir nicht dran. Logisch, ist das nicht unsere. Ich habe noch keine Kiste gebaut. Okay, ich flitze einfach mal. Vielleicht finden wir irgendwas, wo wir unser Start sozusagen haben mit vielen Ressourcen. Schwierig. Da oben ist der Chat sogar. Ach, guck mal, die sprechen ja in ganz europäisch Spanisch. Ist ja europäisch, aber trotzdem. Huh. 4. Das ist das Sturmgewehr. Wir machen überhaupt keinerlei EPs damit. Das ist ein bisschen blöd. Wow. Oh. Okay. Eine blöde Ecke hier, ne? Aber ich habe schon Plutonium gesehen. Hüpf, hüpf, hüpf. Was ist das da? Ah, hier hat einer sich einen Ofen hingestellt. Sehr praktisch. Und bei Mitchell. Der Mitchell hat hier dann einen Ofen. Dürfen wir natürlich nicht dran. Und Mitchell sein Kram. Aber ich sehe Aluminium und so. Vielleicht fangen wir einfach hier an. Den im Hermann-Krater. Ich hoffe ja mal, dass da jetzt nichts angeflogen kommt. So. Scheint geclaimed zu sein hier. Was ist das denn bei uns? Ah, es ist geclaimed. Seht ihr? Da ist so eine Kuppel drüber. Wie cool ist denn das? So, weg hier. Wir hätten auch mal Aluminium nehmen können. Wäre vielleicht schlau gewesen. Und ich schätze mal, wir claimen uns das hier zum Start, damit... Ich sammle hier mal ein bisschen auf. Aber schön, der Entwickler, man merkt, der tut was. Also da passiert was, was ich sehr interessant finde. Ich kann es nicht aufnehmen. Oh, das ging damals mit der Maus. Das hat er weggepatcht scheinbar. So. Du auch, komm. Du sollst nicht alleine hier bleiben. Okay, hüpfen, fliegen. Raus aus dem geclaimten Gebiet. Natürlich der erste Server. Kein Spaß. Hier ist ja nichts. Wo bin ich hier? Ich will nicht hier alleine sein. Da hinten fliegen die Steine. Könnte es sein, dass wir da unser Zuhause hatten? Ich weiß nicht. Boah, was? Wir sind jetzt schon überladen? Beobachtet wurde 200% von Korken. Da wohnt schon wieder einer. Struktur. Hier ist alles verdammt nochmal geclaimed. Nein. Ich werde niemals ein Zuhause finden. Erste Folge nur zu Hause suchen. Super anstrengend. Wer wohnt hier? Hunter Zent. Darf ich denn da so rein vielleicht? Nix. Das geht nicht auf. Gar nichts. You don't know on. Ja, ist nicht deine Struktur. Ich weiß ja gut. Du wolltest ja auch nicht klauen. Jetzt schon mal los hier, ne? Auf dem Planeten. Heftig. Aber dafür haben wir auch voll wenig Ressourcen, ne? Das Schöne ist, dass es gleich sein eigenes ist und man muss Gott sei Dank nicht Angst haben, dass es einer einfach wegnimmt. Ne? Wenn man sagt, das ist seins, ist es seins. So, scheint die Sonne da hinten unterzugehen. Passend, Nacht, ist ja klar. So, ich bin am Arsch der Welt, Leute. Ich bin am Arsch der Welt gespawnt. Hier ist, glaube ich, die Sahara dieses Planetens. Und weit und breit erstmal nicht zu sehen. Boah, der Sonnenuntergang war jetzt hübsch, ne? Xavi es del Grupo. John, was? Pur Ei? Ja, toll. Nie verstehe ich ein Wort. So, wir müssen da bauen, wo es Ressourcen gibt, ne? Da hinten gibt es Ressourcen. Sonst hat das alles keinen Nährwert. Wir müssen nämlich zu weit reisen, um irgendwas freizuschalten. Oder zu bauen, besser gesagt. Und das ist natürlich ziemlich nervtötend dann.
Ich fliege einfach mal. Wir konnten ja auch wirklich 7-8 Kilometer konnten wir fahren. Wir fliegen mit dem Flugzeug. Und also mit dem Spaceship. Und da ist nichts gekommen. Ne? Aber trotzdem, die Map ist groß. Und dann hüpft man hier völlig umsonst. Hektar, kilometerweise. Nein, das ist kein richtiges Wort. Also kilometerweise ins Nichts. Und der steht dann doof da. Ne? Aber irgendwo müssen doch die ganzen Spieler sein. Wo kann ich das denn sehen hier? Kuh? Nein, Kuh nicht. Oh, ich habe selbstständig laufen gedrückt. Selbstständig laufen war irgendwie öh. Okay, wir können nicht rennen. Warum habe ich was in der Hand? Nö, wegen der Taschenlampe kann ich nicht rennen oder was, oder weil ich überladen bin, wahrscheinlich weil ich überladen bin. Da hinten sind Brocken in der Luft am Fliegen, das sieht gut aus. Hier bin ich auf jeden Fall ins Nichts gelangt. Keine schöne Nacht. Da sind Bäume und so. Ja, da sieht das mal was aus. Da wollen wir heimisch werden, heimisch. Wird aber wahrscheinlich schon einer getan haben, ne? Das ist das Problem. Ja, sorry wegen der Nacht, jetzt ist natürlich ein Server, ich weiß ja nicht, wie es hier abgeht. Es ist natürlich erstmal finsteres Dunkel hier. So. Ja, in der letzten Folge, da haben wir es geschafft, haben wir einmal das Weltall erkundet mit dem Spaceship, waren fröhlich dabei, war halt cool, aber es war, es kommt auch noch, zu der Nacht kommt jetzt noch ein Sandsturm, im Ernst. Also zu der Nacht kam dann noch der Sandsturm, ne? Das würde ich gar nicht sagen, dass man da im Weltraum gar nichts machen konnte. Ne? Es sieht einfach nur gut aus und das war's. Alter, was ist denn hier los? Ich darf überhaupt nichts mehr sehen oder was? So, ich will nur Richtung Bäume kommen, ein bisschen, also nicht so weit weg davon. Das plästert hier. Und wir brauchen ja so viel Zeugs. Wenn ich daran denke, dass wir nochmal eine Höhle finden müssen für Diamant und so. Oh, oh, anstrengend. So. Hüpf. Er läuft da nicht rauf. Hui. Oh, ich sehe Ressourcen. Hier müssen wir nochmal versuchen, ein Haus zu bauen. Ich glaube, hier wäre schon in Ordnung. Wir wollen euch zu nah dahin. Ich glaube aber nicht, dass das geht. Hier hat bestimmt schon einer gebastelt. Ist also krumm und schief. Da. Yeah. F. Wir craften uns ein Haus. Wir craften uns ein Haus. So, mein Kit ist weg. Also das ist unsere Startbude. Hier können wir speichern. Fum, konfirmieren. Safe inside. Ja, wir sollen da rein und safen. Es ist meins. Und niemand anders soll es besitzen. F. Bumm. Mission complete. Jetzt sollen wir einen Forge bauen. Und ein Forge kostet. Ich habe schon wieder vergessen. Plutonium, Titanium und Iron. Alles da. Scheiße, genau. Aluminium gefunden. Schön, dass es direkt um die Haustür ist, aber... Oh Gott. Ich habe direkt da gebaut, wo ein Wurm rumhüpft. Wo ist er denn? Ich sollte weglaufen, ich weiß. Ist da Gold? Jo, toll. Wir haben Gold gefunden. Da war wohl ein anderer Spieler in Bewegung, deswegen ist das Würmchen irgendwo hingehüpft. Ich weiß nicht, ob andere Spieler töten können. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Ich würde es aber jetzt sofort ausprobieren. Vielleicht hat man ja das Glück und bekommt dann gut Ressourcen. Hier wird mein Haus auch nie wiederfinden. Mein Daumen. Hui. Ah, Hydrogen. Und dann haben wir schon mal... Ich glaube, ich weiß ganz genau, wo ich bin. Da hinten ist wirklich mein ehemaliges Zuhause gewesen. Da wohnt ein anderer Spieler, der wahrscheinlich den Wurm ausgelöst hat. Und da ist ein Staubkrümmel direkt vor uns. Ich dachte, da wäre ein Spieler mit Licht. Ja, aber Carbon und so brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen Eisen und Kupfer. Die ganz normalen Startressourcen halt. Da hätte ich auch bohren sollen, wo es die gibt. Wir haben Berrybäume hier. Berry Trees. Wird mir gar nichts mal angezeigt. Okay, mal diese Patches und Änderungen sind immer heftig. Und der Planet sieht mega aus. ich habe ein Problem. Da hinten blitzelt mich was an.
Ich weiß, dass ich da wohne. Ich sehe auch meine Hütte. Scheiße, ist das dunkel. Mann, voll nervig. Ich bin doch trotzdem völlig überladen. Komplett überladen, aber überladener geht's gar nicht. Das erste, was wir bauen hätten müssen, wäre eine Kiste. Aber dafür brauchen wir Aluminium und Eisen. Also brauche ich sowieso erst Eisen. Ein Kraft leer. Bringt mir leider nichts, den zu killen, ne? Rein gar nichts. Es wäre so schön gewesen, wäre er gestorben und ich hätte XP bekommen. Aber wir haben bis jetzt 20 von 123 EPs. Das ist alles noch im Kommen. Also das wird alles noch passieren erst. Da unten, wo ich jetzt ist wahrscheinlich ein Kupferfeld. Wird mir dementsprechend wenig bringen. Aber hier ist zum Beispiel Lead. Ja, alles in der Nähe. Das ist Kupfer, definitiv. So viel Gold. Kann auch ein Goldfeld sein. Habe ich auch schon mal gefunden. Boah, eine Sicht, ey. Aber Kupfer wäre doch erstmal was, ne? Wenn wir erstmal gucken. Wir brauchen den hier. Wir brauchen auf jeden Fall Titanium. Okay. Nicht viel. Denn die Questreihe wird mir sagen, ich soll einen Forge bauen. Dann soll ich ein Habitat bauen. Bla bla bla. Gold. Unglaublich, ist alles voller Gold. Alles, was das Herz begehrt. Da, wir fliegen mal zu dem Stein da hinten. Wir sind schon fast wieder da, wo wir angefangen haben. Sehr intelligent. Und wir dürften eigentlich gar nicht so weit weg sein von der Höhle. Die hoffentlich diesmal eine bessere Sicht bietet. Das war nämlich letztes Mal eine Katastrophe. Einfach nur nichts gesehen und durch Zufall dann irgendwann mal was entdeckt. So. Jetzt aber mal ein Eisen und ihr seht schon, das fängt für mich echt schlecht an. Ne? Wir sind wieder am blödesten Platz gespawnt, den man überhaupt spawnen kann. Wir müssen jetzt auch nicht zurück zu unserem Ding da. Das wäre gar nicht notwendig. Also wenn ich jetzt noch eine schönere Position finde, scheiß auf das Ding da. Und wir bauen uns dann da ein Habitat. Aber es wird hell. Gott sei Dank. Oh, das sieht interessant aus. Es gibt ja auch wirklich bessere Ecken als da, wo ich angefangen habe. Oh, da hat schon einer gebaut. Was ist das? Titanium. Wir brauchen ja den Ofen. Oh, wir sind gleich sowas schon überladen. Was habe ich denn an Plutonium in der Tasche jetzt? Den können wir erstmal droppen. Magazine, wir haben Wasser. Kartoffeln, Essen. Ja, komm, drop, drop. Drop. Da brauchen wir nicht so viel. Muss erstmal hier ganz, ganz zart aufnehmen. Titanium Iron wäre jetzt ein Traum. Was läuft da rum? Iron wäre ein Traum. Ich habe gesagt, Iron wäre ein Traum. Achso, wir haben Dings hier schon wieder in der Hand. Werkzeug. Titanium, das wird Alu sein. Ja. Also hat der Eisen rausgepatcht oder was? So, Titanium. Ich schätze mal, die Höhle hat sich schon einer gesaved, ne? Da kommst du nicht einfach so mehr hin, ne? Toggle Light. Nein, lasse ich noch an. Die Sonne ist noch nicht komplett raus. Okay, flitzen, flitzen, flitzen. Wir haben alle Ressourcen, die das Herz begehrt. So, da ist der Spawnpunkt von uns gerade. Wir waren gar nicht so schlecht, scheinbar, aufgestellt. Hat auch schon sehr viel gebaut, der Mensch. Da ist auch jetzt viel gebaut. Eisen würde ich sofort erkennen. Hallo. Was war das denn? Oh. Ein anderer Spieler. Ein anderer Spieler. Oxygen. Guck mal vorsichtig über den Berg. Mach mal die Lampe aus. Taktik. Ey, sein Roboter ist hier gerade lang geflogen. Ich weiß nicht, ob das PvP ist. Der baut bestimmt da drin rum. Habitat.
sein Bot ist ja auch nicht mehr da. Okidoki. Ich meine, ein schönes kleines Speicherpünktchen habe ich damit dann aber vergeudet. Ne? Das ist nicht so schlau gewesen. Weil das kann man nur bauen mit diesem Kit. Ne? Ist klar. Aber es ist nicht schlimm. Man kann ja ein Bett bauen, aber dafür brauchen wir Baracken und. Also es könnte was dauern. Eisen! Willkommen. Willkommen im Eisenclub. So. Mission erfolgreich. Wir haben alles zusammen. Build Forge. So. Ja, heimisch werden ist ja immer so eine Sache. Ne? Da muss man eine richtige Position haben und. Problem ist, dass ich jetzt gerade meine, dass da hinten die Höhle... Nee, das ist nicht die Höhle. Wir sind aber nicht weit weg von der Höhle. Dass hier jetzt wahrscheinlich geclaimed ist. Ne? Warum muss ich das immer drehen? Das macht einfach Spaß. F, weil ich immer so setzen will. Deswegen drehe ich es. So, raus mit dem Ofen. Und jetzt sagt er, search for Habitat-Kram. Habitato. Ich will ja eigentlich gar nicht bauen. Ich will ja die Baracken bauen, wegen Bett und so. Aber natürlich ist das günstiger. Brauchen wir Stahl, Glas, Aluminium, Kupfer. Ist alles sehr einfach. Das geht halt mit dem Stahl. Ist es ein bisschen schwieriger, wegen Magnesium und so. Und den können wir erstmal als Inventar nutzen. Warte mal, ihr habt mir einen Tipp geschrieben. Ganz klassisch. Was war das? Hä? Okay, komm. Ein bisschen in der Tasche dürfen wir auch behalten. Wir brauchen dann fürs Eisen brauchen wir noch ordentlich Magnesium und Aluminium. Ja, es ist sehr viel feindseliger hier. Da ist so eine Ressource, oder? Das ist ein Piekserblumen. Das ist ein Piekserblumen. Also wir haben einiges an Spaß hier in der Ecke. Was war das denn da oben nochmal? Magnesium ist wieder so eine Geschichte, ne? Also ich hatte damals so mega Probleme damit und habe jetzt in meinen Gedanken immer Ärger mit dem Magnesium. Aber dann werden wir es wahrscheinlich doch ganz gut finden. Ist halt so eher so ein Zufall. Wir haben direkt in der Nachbarschaft auch einen Spieler. Ja, wir müssen das Habitat bauen wegen den Teilen, das ist klar. Das ist ja eher so eine Art Labor, muss man ja sagen. Ach, guck mal, Magnesiumfeld gefunden. Direkt um die Ecke und der doofe Vieh will das beschützen, ne? Vieh down. Was ist das Silberne da? Ups. Das ist Magnesium, oder? Tut mir nicht. Ja. Und das da ist Magnesium. Okay. Problem gelöst. Wir haben Magnesium gefunden. Jetzt stellt euch mal vor, es hätte genauso lange gedauert wie letztes Mal. Ich hatte einfach eine scheiß Location, ne, zum Spawnen. Hier ist... Bin ich jetzt ein bisschen rumgeeiert zwar, aber das hat ja ganz gut geklappt. Ja, diesmal haben wir uns erst einen schönen Platz ausgesucht. So, jetzt ganz viel Stahl machen. Denn ich war halt auch ein bisschen geiziger bei der Herstellung, muss ich zugeben, weil ich dachte, man muss jetzt übelst weit und laufen mal für so ein ganz klein bisschen Ressourcen. Aber jetzt sieht das Ganze ja richtig gut aus. Uah. Uah. Und ich werde natürlich nicht das Spaceship bauen zuerst, da ist mein Ofen. Bisschen ungewohnt jetzt, dass ich nur einen Ofen habe und kein Haus. Erstmal einen Schluck trinken. Morgen muss ich wieder 14 Stunden arbeiten. Also dann, wenn ihr die Folge guckt. Das soll heißen, Mitleid bitte. Ah, scheiße, Aluminium. Ist ja jetzt hier drin, ne? Müssen wir jetzt auch noch finden. Dann basteln wir uns erstmal einen Batzen Stahl. Bin ich schon dran vorbeigelatscht, ne? Hätte ich mitnehmen sollen. Ich depp. Außerdem fehlt mir mein Roboter wieder, aber das liegt daran, dass wir uns so schnell bewegen, ne? Da hat der Roboter keine Lust. So, die Musik wollte gerade anfangen, da war er schon down. Den können wir plündern und auch essen. Sind das zwei Gummibomben? Nein, sind drei, weil zwei wüsste ich, wo wir sind. Und das ist nämlich die Stelle. Wir sind wirklich nur ein paar hundert Meter weg von dem Dings hier. Loch von dem Tunnel. Was wirklich sehr gut ist.
Hier würden wir jetzt Gummi gut bekommen. Da hinten ist wieder eine Hütte. Ist ein bisschen ungewohnt, dass hier andere Spieler mit eiern. Was ist das? Titan, ne? Titanium haben wir schon. Jetzt habe ich das Alu-Problem. Ja, wunderbar. Egal, wird schon bekommen. Ich mache mir da nicht so große Sorgen. Das ist Kupfer, nehmen wir direkt mit. Vom Trinken, Bäuerchen. Gib mir das, blöde Blume. Kupfer. Löw doch. Ach, das ist eine ganz neue Ressource. Ich dachte, wir einen Battle kennen wir. So viel Kupfer wollte ich aber nicht haben. Naja, was wir haben, das haben wir. So. Aluminium. Ich werde doch nie wieder mein Dings da finden. Scheiße. Na gut, ich hüpfe hier nur im Kreis. In der Richtung müsste irgendwo mein Öfsken stehen. Den haben wir jetzt ja auch aus Lager benutzt, ne? Ist das Problem? Ist das, das ist mein... Ja, genau. Dann weiß ich, wo ich bin. Jetzt kommt wieder ein Sandsturm. Oh, die Blätter wackeln sogar. Haben sie von anderen Spielen abgeguckt? Nein, Quatsch. So, dann hüpfe ich halt ein bisschen weiter. Ist halt so. Was soll ich tun? Aber einen anderen Spieler habe ich noch nicht entdeckt. Das wird sich ändern, wenn wir fliegen können, wahrscheinlich. Dann können wir wirklich erkunden gehen. Aber fliegen... Also, es gibt ja noch Fahrzeuge. Da habt ihr mir gesagt, auch GRV oder was... Auch immer, was ist sehr gut. Komische Steinplatte hier. Hm, ist einfach nur ein Stein. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Das ist ja super. Das ist Carbon. Titanium, ja wunderbar. Alu brauche ich aber. Wenn ich mich nicht täusche. Ja klar, zum Eisenschmied. Was war das? Ich klebe dich zu. Aua. Ich sehe, ich kann... Oh, der war schnell down. So, jetzt habe ich die Orientierung komplett verloren. Scheiße, wo ist denn Alu hier? Der Sturm, der macht wirklich das, was er soll. Mich blind. Gut, ich würde sagen, das war es erstmal. In der nächsten Folge seht ihr, wie es weitergeht. Ne? Mal gespannt, ob wir ihn wieder nach Hause finden. Bis dann.